Kennt ihr den meistgenannten Satz in den letzten Monaten? Hallo, könnt ihr mich hören? So, ich richte mal mein Bild hier ein, denn ich gebe mir nämlich Mühe, dass das Bild gut aussieht und dass, egal was wir online machen, es auch inhaltlich eine richtig gute Sache ist. Ein bisschen hell, blende ein bisschen runter. Haare, gut, Haare, das ist so ein Thema. Ich gebe mir da auch Mühe, aber gut, Waschmaschinen geben sich auch Mühe. Moin und Servus, fair, Ernte, frei, läuft fair. Mein Channel, meine Themen und ganz akut ist das Thema Online-Seminare. Wir haben nämlich jetzt 3 Ausbildungen hinter uns, die wir komplett online gemacht haben. Wenn euch das Thema so gar nicht interessiert, dann ist das heute einfach gar nicht euer Video. Und wenn euch das Thema ein bisschen interessiert, kann man auch für 1:1 Calls, Online-Calls nutzen, dann bleibt doch sehr gerne dran. Denn ich glaube, wir haben echt viele gute und aber auch vielleicht nicht ganz so gute Erfahrungen gemacht und die möchte ich gerne mit euch teilen und euch mitgeben, wie ihr inhaltlich und aber auch ja durchaus technisch euer Online-Seminar, euren Online-Call zu einem Erfolg führen könnt. 5 Punkte gibt es dazu. Ich komme ein bisschen näher, denn dann hat das Bild hier ein bisschen mehr Tiefenschärfe. Das wäre schon mal das erste Learning von diesem Video. Ja. Ihr könnt euch gar nicht genug Mühe geben, was die Bildgestaltung und was die Tonqualität angeht. Fast noch wichtiger als das Bild ist hier der Ton, denn wenn das nicht so klingt, sondern ihr einfach irgendwo ein Laptop-Mikrofon nehmt. Ich willkommen zu meinem Seminar. Ich hoffe, ihr könnt mich sehr gut verstehen. Ich muss zugeben, die MacBook-Mikrofone der neuen Generation ist schon. Vermutlich haben auch andere Notebooks mittlerweile echt einen hohen Standard, was die Tonqualität angeht. Im besten Fall packt ihr euch noch irgendwie einen Anstecker dran. Ich habe euch da mal so 1-2 Sachen in der Beschreibung verlinkt. Naja, und Licht, ihr solltet mindestens gut ausgeleuchtet sein mit einer Lampe, die auch von vorne oder schräg vorne auf euch zeigt. Das ist man vielleicht erstmal nicht gewohnt, weil man so ein bisschen geblendet ist. Aber wenn das Ding weg wäre, naja, ich weiß nicht, ob ihr mir so 2, 3, 4, 5, 6 Stunden folgen wollt. Das Auge ermüdet schnell, dann hat man zwar hinten ein bisschen Stimmung, aber man sollte euch schon einfach gut sehen. Meiner Meinung nach könnt ihr das gar nicht aufgeräumt und clean genug machen. Allerdings, wenn es zu clean ist und ihr einfach nur vor einer weißen Tapete sitzt, auch jetzt nicht so geil. Also ein bisschen Spannung darf schon da sein und ein bisschen Farbkontraste dürfen auch sehr, sehr gerne da sein. Einfaches Mittel, auch hinten einfach irgendwie eine Lampe reinstellen, da oder da, ein Fernseher, Dekoration, was auch immer. Also macht's hinten nett, aber halt nicht rumpelig, sodass das Auge nicht ständig abgelenkt ist, aber dass das Auge schon mal auch mal rumwandern kann und hier von dieser Nase hier mal wegkommt, dann habt ihr auch da ein bisschen Abwechslung drin. Denn Ermüdung ist der größte Feind, den ihr im Online-Seminar haben könnt. Und wenn ihr ein schönes Bild habt, dann zeigt es, dass ihr euch Mühe gebt und dass eure Teilnehmer euch wichtig sind und dass sie sich wertgeschätzt fühlen. Und das gilt auch für einen 1:1-Call. Ihr habt sehr wahrscheinlich alle schon mal Fernsehen geschaut und selbst wenn es nur eine Bundestagsrede ist, wo nur ein Mensch vorne sitzt und ein Publikum gibt, dann werdet ihr gesehen haben, dass es nicht nur eine Kamera gibt, die permanent hier diese eine Position hält, sondern dass das Bild ständig wechselt zwischen diesem Bild oder diesem Bild in einer Totale, was ich übrigens gerade mit meinem Handy mache. Auch mit dem Handy kann man das alles wunderbar umsetzen. Das schafft Abwechslung und dadurch ist auch die Aufmerksamkeitsspanne wesentlich erhöht. Also zeigt viele mögliche Bildvariationen und das ist einfach möglich mit so handelsüblichen Webcams. Die könnt ihr in der Regel auch alle auf euren Laptop oder Computer stecken und dann könnt ihr in der Software wie Zoom, die wir jetzt benutzt haben, auch da hin und her schalten, sogar mit so einem Tastenkürzel kann man dann einfach zwischen 2 Kameras zum Beispiel hin und her switchen und dann habt ihr dadurch schon mal Abwechslung im Bild. Wenn ihr eine Präsentation habt,
dann könnt ihr natürlich auch zwischen dieser Präsentation hin und her switchen. Kleines Beispiel, was man für Kameraperspektiven wählen kann. Wir haben diese Situation hier, diese Einstellungsgröße für Präsentation, PowerPoint und Flipchart. Wir haben unten eine Kamera für die Füße, weil es ja bei uns oft um die Füße geht. Da kann man ein bisschen was im Detail zeigen, auch vielleicht so am Skelett. Und wir haben eine Kamera für die Totale, ein Fischauge, wo man den ganzen Raum sieht, wenn mehrere Menschen im Raum sind oder auch nur eine. Und man halt den ganzen Raum braucht. Ich weiß, wenn man alleine ist, ist es sehr herausfordernd. Wir hatten immer hier jemanden in der Regie, der hat die Bilder gewechselt. Aber mit einem Tastengürtel könnt ihr auch da zumindest immer mal hin und her wechseln. Es gibt technisch sehr viel aufwendige Varianten. Wir haben hier etwas, womit wir vor dem Eingang zu Zoom hin und her switchen können. Das kostet alles sehr viel Geld, kann man machen, ist dann geil. Aber es geht halt auch mit günstigen Varianten und mit günstigen Kameras. Was ist natürlich auch wichtig, um die Energie oben zu halten? Die Energie mal komplett runterfahren. Also Pause. Ganz, ganz wichtig. Ganz, 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 ganz wichtig. Wir haben versucht zumindest, so viel Pause wie irgendwie möglich zu machen. Wir haben uns mal so vorgenommen, jede halbe Stunde. In der Realität war es dann so, zumindest nach dreiviertel Stunde auf jeden Fall eine Pause zu machen. Es bietet sich aber wirklich an, viele kleine Pausen zu machen, die Leute vielleicht nicht komplett rausgehen zu lassen, sodass man nach 5 Minuten, 7 Minuten wiederkommt. Dann kann man sich zumindest einmal vom Bildschirm lösen, man kann mal woanders hingucken, man kann einmal aufstehen und sich bewegen, mal kurz die Augen zumachen, was auch immer. Aber viele kleine Pausen sind wichtig, denn auf dem Bildschirm starren ist einfach unglaublich. In der Zeit, wo keine Pause ist, also Lehrinhalte passieren, haben wir versucht, diese Situation hier, Talking Head mit Frontalunterricht, naja, nicht komplett zu vermeiden. Man muss natürlich auch irgendwie was reintun in die Teilnehmer. Aber wir haben versucht, so viel wie möglich aus den Teilnehmern rauszuholen, was wir eigentlich immer machen. Aber gerade online ist es noch mal wichtiger. Also lasst eure Teilnehmer für euch arbeiten. Das können Breakout Rooms sein, wo sie in Gruppenarbeit arbeiten. Das waren bei uns auch viele Aktionen draußen. Das können kleine Denksportaufgaben sein und so weiter. Also Aktion, Aktion, Aktion. Wenn die Energie oben ist, dann muss sie auch oben sein und dann muss was von den Teilnehmern kommen. Sonst pennt die auf dem Sofa. Einfach. Seid ihr noch da? Könnt ihr mich noch hören? Hört ihr mich? Hört ihr mich? Die Internetverbindung, by the way, da wir einmal komplett hier rausgeflogen sind, die sollte auch wirklich richtig knackig sein. Es macht keinen Spaß, mit 10, 20, 30 Teilnehmern zu arbeiten und alle sind ja. So kann man nicht arbeiten. Auf der anderen Seite, wenn die Internetverbindung richtig schön knackig ist und gut und schnell ist, dann kann man erstaunlich gut online arbeiten, haben wir gemerkt. Und man kann wirklich miteinander sprechen und kommunizieren, fast so, als säße man sich gegenüber. Also das ist schon gut. Verrückt, was heute so geht, nicht? Und wenn ihr die Energie hier haben wollt, in eurem Kurs oder in eurem Call, ja verdammt nochmal, dann muss eure Energie auch wirklich hier oben sein. Das heißt, wenn ihr online geht, dann seid ihr 100%ig da, 110%ig ist Bullshit, 100% seid ihr da und in den Pausen runterfahren, damit ihr wirklich da seid. Ich kann euch aus meiner YouTube-Zeit-Karriere berichten, so eine Kamera saugt an Energie. Was saugt diese Kamera Energie? Ich muss vor jedem Video mich aktivieren und fit machen und hochfahren, damit, wenn ich hier 120% gebe, bei euch 100% ankommt. Sonst sind 20% weg und dann habt ihr nur noch 80% Emanuel. Und 80% Emanuel, das ist halt, naja, kann man sich auch angucken, aber irgendwann hat man dann doch auch nicht mehr so die Aufmerksamkeit. Und wer will sich wirklich eine Stunde lang 80% Emanuel angucken? Wenn ihr euch 80% Emanuel angucken wollt übrigens, dann schaut mal die älteren Videos von mir so vor 1,5 Jahren. Da kriegt ihr 80% Emanuel.
Bonustipp von mir, wie ihr euch aus dem, was ihr sehr wahrscheinlich alle zu Hause habt, ein schönes Setting für einen Call einrichten könnt. Ihr braucht ein bisschen Pergamentpapier oder Backpapier, weißes. Ihr braucht eine Schreibtischlampe, ihr braucht eine zweite Lampe und ihr braucht was Schönes, außer euch selbst natürlich, was ihr euch gerne hinten an die Wand hängt oder ein Ausstellungsstück, ein Schmuckstück, was auch immer, was man sich gerne anguckt. Und der Zukunfts-Emanuel zeigt euch jetzt, wie es geht. Wir haben früher, wenn wir irgendwas aus der Zukunft dargestellt haben, eigentlich immer Alufolie genommen. Das wäre jetzt eine Umweltschweinerei und macht auch gar keinen Sinn. Wir brauchen Pergamentpapier oder so weißes Backpapier, was es damit auf sich hat, zeige ich gleich. Schreibtischlampe, das ist euer Führungslicht, die kommt so von vorne. Man sieht, denke ich, dass ihr aus der Zukunft kommt und ich habe jetzt krass geschorene Haare. Und da das ein bisschen harsch ist, nur mit zwei Klammern. Damit ein bisschen was im Hintergrund ist, hänge ich meine alten Schlappen hier rein. So. Und eine Lampe im Hintergrund. Jetzt habe ich jetzt die Birnen kaputt gemacht. Handy ist auf dem Stativ. Zack, Zimmerlampe aus. Hinten Lampe ein. Vorne Lampe ist auch an. Das ist ohne. Das ist mit. Können wir machen, ne? Danke, Zukunfts-Emanuel. Und von mir gibt es hier auch gar nicht mehr so ganz viel zu sagen. Ich wünsche euch eine großartige Woche. Wir sehen uns nächsten Montag wieder oder zumindest zwischen den Jahren irgendwie. Lauft frei, ihr dürft den Kanal gerne abonnieren. Müsst ihr aber nicht, denn ihr seid ja freie Menschen, genauso wie ihr freie Läufer seid. Macht's gut, bis dahin. Ciao, euer Emanuel. Ich hab nichts mehr. Doch, hier. Frohe Weihnachten. Thank you.